Hi und herzlich willkommen zum allerersten Q&A in diesem Jahr. Oh mein Gott, ich habe so lange kein Q&A mehr gemacht und ich freue mich sehr, heute wieder mit einem Q&A wieder da zu sein. Ich muss sagen, dass ich eure Fragen eigentlich sehr, sehr gerne unter den Videos in den Kommentaren immer schon beantworte und deswegen eigentlich gar nicht so viele Fragen mehr übrig sind, da ich auch sehr oft eure Instagram-DMs beantworte, Kommentare beantworte, einfach eure Fragen kläre, ohne dass irgendwie große Fragen übrig bleiben. Dennoch dachte ich mir, dass es vielleicht nach über einem Jahr wieder Zeit wird, ein Q&A zu drehen und habe ich dann mal gestern Abend in den Community-Tab eine Frage reingestellt. Also meine Frage war, was habt ihr für Fragen? Und ihr habt darunter auch einige Fragen gestellt, die ich jetzt heute beantworten werde. Also viel Spaß beim Video. Fangen wir mal mit den einfachen Fragen ein, die ich sehr schnell beantworten kann. Die erste Frage kommt von Ellie und sie fragt, was sind deine Leistungskurse in der Oberstufe? Ich komme nach den Sommerferien in die Oberstufe und wir haben nämlich in Berlin immer zwei Leistungskurse. Und zwar habe ich da Englisch und Politik gewählt. Mir war es ganz klar, dass ich auf jeden Fall eine Sprache nehmen wollte und ich habe in der Schule Deutsch, Englisch und Spanisch. Für mich war Spanisch eigentlich generell schon komplett raus, weil ich wusste, dass ich niemals Spanisch als LK nehmen werde, da wir einfach nur einen Spanischkurs momentan jetzt haben und dort sind irgendwie nur 4 Leute drin, deswegen war es klar, dass auf gar keinen Fall ein Leistungskurs zustande kommen wird. Deswegen war Spanisch generell schon mal raus und dann musste ich mir noch zwischen Deutsch und Englisch entscheiden und dachte mir einfach, dass Englisch besser für mich passt und habe mich dann für Englisch entschieden. Und Politik fand ich einfach auch sehr spannend und sehr passend, deswegen habe ich einfach auch Politik genommen. Und ja, also ich habe Englisch und Politik als Leistungskurse. Dann fragt Frieda, wissen deine Eltern, dass du YouTube machst? Wenn ja, wie hast du sie gefragt und überredet? Liebe deine Videos und du bist mein Idol. Also erstmal Dankeschön, dass dir meine Videos gefallen, das freut mich sehr. Frieda, und ja, meine Eltern wissen, dass ich YouTube mache, das wussten sie auch schon seit Anfang an, da ich sie am Anfang gefragt habe, bevor ich angefangen habe, etwas hochzuladen. Ich mache YouTube mittlerweile schon seit 5 Jahren. Das ist ja super krass. Seit Ende 2016. Und habe mit einer Freundin zusammen damals angefangen. Und wir haben zusammen unsere Eltern gefragt, ob wir das dürfen. Und meine Eltern meinten, dass sie es eigentlich total cool finden. Ich glaube, da sind meine Eltern so ein bisschen anders als die Durchschnittseltern, würde ich mal sagen. Und meine Eltern mich sofort unterstützt haben und meinten, das ist total cool, dass du dich kreativ ausleben möchtest. Du darfst es sehr gerne machen. Aber die Bedingung war, dass ich ihm meine Videos immer vorher zeige und wir das sozusagen anfangs zusammen gemacht haben. Also, dass ich meine Videos immer selbst gedreht habe, geschnitten habe, aber sie halt vorher immer zeigen muss, wie sie zusammen angeguckt haben, kontrolliert haben und dann auch zusammen hochgeladen haben. Das war immer so die Bedingung. Falls du auch einen YouTube-Kanal starten möchtest und vielleicht noch ein bisschen jünger bist, würde ich dir auf jeden Fall auch raten, deine Eltern davor zu fragen und das nicht einfach so zu machen, weil es hat auch schon einen Grund, warum Eltern vielleicht ein bisschen besorgt und vorsichtig sind. Und ich würde dir dann auch raten, vielleicht so einen Deal zu machen oder so einen Kompromiss zu machen und dann vielleicht sowas auszumachen, wie wir gemacht haben. Also du drehst die Videos, aber musst dir ja deinen Eltern vorher zeigen oder ihr entwerft das Konzept zusammen oder vielleicht sowas wie, du zeigst dein Gesicht in den ersten Videos noch nicht. Halt einfach, um einen Kompromiss zu finden, sodass beide Parteien damit zufrieden sind. Und dann könnt ihr das Ganze erstmal ausprobieren. Und ich bin mir sicher, dass deine Eltern dich dann auch unterstützen werden. Die nächste Frage kommt von Jessie und zwar fragt sie, was machst du, wenn du Angst vor Vorträgen hast? Und ich kann nicht ehrlich sagen, ich habe fast immer Angst vor Vorträgen, beziehungsweise ich würde nicht sagen, ich habe Angst, aber ich würde sagen, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mein Herz immer schlägt und wie Hitzwallungen aufkommen. Also ich bin immer sehr aufgeregt, wenn ich Vorträge halten muss. Aber es hält mich nie davon ab, wirklich die Vorträge dann zu halten, weil es irgendwie für mich so eine positive Aufregung ist, weil ich es persönlich sehr mag, im Mittelpunkt zu stehen, um Dinge vorzutragen und mein Wissen weiterzugeben und Leuten zu helfen beispielsweise. Deswegen mache ich ja auch YouTube jetzt gerade. Aber ich bin davor immer aufgeregt und meine Devise oder mein Spruch, den ich mir immer sage, ist: Feel the fear and do it anyway. Also spür die Angst, aber mach es trotzdem. Was ich außerdem auch noch oft mache, ist einfach so kleine Atemübungen. Da mache ich jetzt nichts Krasses, sondern einfach nur ein- und ausatmen so kurz. Einfach um so ein bisschen runterzukommen oder zu überlegen, was ist eigentlich jetzt das Worst-Case-Szenario? Also was kann im schlimmsten Fall gerade passieren? Also eigentlich ist es ja noch nicht mal schlimm, was gerade passiert. Sondern du musst nur einen Vortrag halten. Das ist überhaupt nicht weltbewegend, das ist nicht schlimm. Und du wirst danach auch nicht sterben, wenn du irgendwie einen Fehler machst oder so. Manchmal willst du auch sich einfach daran zu erinnern, dass die meisten Leute sowieso nicht zuhören, leider, wenn du einen Vortrag hältst in der Schule. Und es ist voll witzig, und meine beste Freundin und ich in der Schule sagen uns vorher immer sowas, es ist egal, die meisten hören eh nicht zu, der Einzige, der zuhört, ist gerade der Lehrer. Und das hilft dann immer ein bisschen, auch so runterzukommen. Jule fragt, was ist dein Lieblingslied und was bedeutet es dir? Und darüber muss ich mal ein bisschen länger nachdenken, glaube ich, weil ich würde nicht mal sagen, dass ich so ein Lieblingslied habe. Und mir ist letztens aufgefallen, als ich mit meiner Schwester zusammen unsere Playlist durchgegangen bin, ist uns aufgefallen, dass sie total viele traurige Lieder hört und so herzzerreißende Liebeslieder und so. Und ich höre das gar nicht. Also ich höre eigentlich nur so gute Laune, High-Vibe, K-Pop-Songs vor allem. Also ich höre fast
fast nur Lieder, die gute Laune machen, die sehr, sehr schnell gehen. Meistens ist es so, wirklich so Rap oder so. Und das sind eigentlich die einzigen Lieder, die ich höre, weil ich Musik wirklich dazu nutze, mich zu motivieren, den Tag gut zu starten, mich gut zu fühlen. Und da habe ich auch nicht wirklich so einen Lieblingssong, sondern ich hörte einfach mal meine ganze Playlist. Also ich habe halt diese Lieblingssongs-Playlist mit ungefähr 800 Songs oder so. Und ich habe da eigentlich sehr, sehr ähnliche Songs drin. Also wirklich nur so High-Vibe-Musik, die sehr motiviert ist. Ich habe aber auch schon eine Playlist, die gut genug heißt, und da habe ich einige meiner Lieblingssongs reingemacht. Das ist aber schon vom letzten Jahr, so nicht mehr ganz so aktuell. Aber falls ihr wollt, kann ich dann mal eine neue Playlist erstellen mit den jetzigen Songs, die ich sehr, sehr gerne mag. Aber schon mal eine kleine Triggerwarnung, beziehungsweise eine kleine Vorwarnung. Und zwar werden da wahrscheinlich fast nur K-Pop-Songs drin sein, also nur Songs auf Koreanisch, die sehr gute Laune machen. Aber ich kann es ja gerne machen und euch dann die Playlist in der Infobox verlinken. Und die nächste Frage ist eine sehr, sehr lange Frage. Ich kürze sie mal ein bisschen für euch. Und zwar ist die Frage einfach nur, hast du schon mal Anki auf deinem Kanal erwähnt, beziehungsweise schon mal Anki probiert? Oder generell, wie stehst du zu dem Thema Space Repetition? Und zwar kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass ich sehr lange mit Anki gearbeitet habe. Also Anki ist hier eine Vokabellern-App und dann generell ein Lernprogramm, wo man einfach Active Recall betreiben kann. Also sozusagen, es ist so ein Flashcard-Desk. Also einfach so ein Karteikarten-Schreibtisch, was man halt natürlich vor allem für Vokabellernen benutzt. Und genau das habe ich auch getan. Nur ich habe dann nach ungefähr 2 Monaten damit aufgehört, da es mir einfach zu kompliziert war und zu komplex war, ehrlich gesagt. Ich persönlich habe das halt nur für Vokabeln benutzt, für Koreanisch und Spanisch Lernvokabeln. Und ich fand es dafür einfach zu komplex und einfach zu aufwendig, da ich da für jedes Vokabelwort immer ein Bild, eine Tonspur und auch das Wort benutzt habe. Und es hat immer ewig gedauert, das Ganze aufzusetzen, das Ganze irgendwie hinzukriegen. Und dann außerdem habe ich es auch nur auf meinem Laptop gemacht. Und ich habe natürlich meinen Laptop nicht immer mit dabei. Und für mich ist Vokabellernen vor allem eine Sache, die ich zwischendurch mache, wenn ich gerade zwischendurch mal im Bus oder auf dem Weg zur Schule oder mal hier und da mal Zeit habe. Und nicht eine Sache, die ich aktiv irgendwie jeden Tag mal eine Stunde mache, sondern ich mache es immer so zwischendurch. Und da ist nämlich momentan einfach Quizlet hier viel besser als Anki. Jedoch würde ich mir wünschen, dass ich auch mal wieder bald mit Anki anfange zu lernen, da diese App oder dieses Programm wirklich sehr, sehr gut ist. Gerade für Space Repetition, was bedeutet, dass man einfach eine Karte immer genau dann zu sehen bekommt, wenn man sie gerade wieder vergessen würde. Das heißt, du kriegst nicht alle Karten gleich oft angezeigt, sondern immer nur so, wie du sie auch wirklich brauchst. Beispielsweise, wenn du ein Wort besser kannst, dann brauchst du das ja nicht jeden Tag nochmal zu sehen, als ein Wort, was du vielleicht dir gar nicht merken kannst. Und wenn ein Programm Space Repetition benutzt, heißt es einfach, dass es genau das trackt und guckt, welche Vokabeln fallen dir leicht, welche Vokabeln fallen dir schwer und zeigt dir dann das immer genauso an, dass es sozusagen auf der Vergessenskurve da liegt, wo du es wieder vergessen würdest und dort wird es dir wieder angezeigt. Ich persönlich finde aber, glaube ich, Anki deswegen besser, wenn ich andere Dinge lernen möchte, nicht unbedingt Vokabeln, sondern vielleicht irgendwelche Dinge in der Schule, die jetzt aber nicht nur mit Wörtern zusammenhängen, die ich dann aber auch richtig für einen Test so lernen muss. Und da möchte ich es auf jeden Fall auch wieder benutzen, da ich das Programm sehr, sehr gut finde. Nur halt nicht für die Vokabellernmethode, die ich momentan benutze, dass ich halt zwischendurch immer sehr, sehr gerne auch Wörter lerne. Vor allem lerne ich auch die Wörter sehr gerne in Gesprächen und nicht so, dass ich mich hinsetze am Tag und da irgendwie eine Stunde nur Vokabeln lerne. Ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen geholfen. Aber ich kann für jeden wirklich nur Anki empfehlen. Oder auch, falls du eine Space Repetition App auf dem Handy haben möchtest, würde ich dir da Smart Cards Plus empfehlen. Und zwar ist die nächste Frage von Clara und sie fragt, welche Sprachen sprichst du bzw. lernst du in der Schule und welche zu Hause? Kannst du mich vielleicht grüßen? Ja, erstmal hi Clara, danke für deine Frage. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast einen schönen Tag heute. Danke für deine Frage zu den Sprachen, die ich spreche oder lerne. Ich persönlich habe von früh auf meiner Kindheit Deutsch und Englisch gelernt, da meine Eltern mich bilingual erzogen haben. Was bedeutet, dass mein Vater mit mir früher immer nur Englisch geredet hat. Momentan reden wir Deutsch miteinander, aber im ersten Jahr hat er zu mir nur Englisch geredet. Und meine Mutter hat mit mir immer in Deutsch geredet und ich würde auch sagen, dass Deutsch meine Muttersprache ist, auf jeden Fall, wie man vielleicht hören kann. Und die Sprachen, die ich momentan lerne, sind Spanisch und Koreanisch. Also ich lerne Spanisch in der Schule, aber auch außerhalb der Schule für mich persönlich sehr, sehr gerne. Und was ich aber nur zu Hause lerne, ist Koreanisch, was ein bisschen auch an meinen Wurzeln liegt, da ich selbst Halbkoreanerin bin und einfach meine Sprache sehr gerne lernen würde, weil ich es leider nie gelernt habe in meinem Leben. Meine Mutter ist nämlich Koreanerin, hat aber auch schon immer in Deutschland gelebt und für meine Großeltern war es immer wichtiger, die Integration zu haben, als die Sprache zu können. Und deswegen wollten meine Großeltern mit meiner Mutter halt immer nur zu Hause Deutsch reden und nicht Koreanisch, obwohl sie halt fließend Koreanisch konnten. Aber für sie war halt einfach die Integration
Integration wichtiger in Deutschland und deswegen wollten, dass meine Mutter halt Deutsch als Muttersprache hat und Deutsch einfach perfekt spricht, besser sozusagen als Koreanisch. Und deswegen hat meine Mutter mit mir auch nie Koreanisch geredet, leider. Aber ich habe auch eine ganze Playlist mit meinen koreanischen Tipps und so weiter, die du dir sehr gerne einfach mal hier angucken kannst. Du findest auch die ganzen Links auf jeden Fall in der Infobox nachher verlinkt. Die nächste Frage ist, welche Fächer ich alle abgewählt habe in der Oberstufe. Und zwar würde ich irgendwie gar nicht sagen, dass ich Fächer bestimmt abgewählt habe, sondern das Ding war halt, dass ich nur bestimmte Fächer hinzuwählen konnte. Wir dürfen nämlich bei uns, ich glaube, 9 Fächer haben. Und das war für mich schon echt wenig, da ich voll viele Fächer eigentlich behalten wollte. Also es gab einige Sachen, die ich nicht haben wollte. Und das war beispielsweise Physik und Chemie. Ich hasse diese Fächer einfach beide und wollte sie unbedingt weg haben. Ich habe es auch wirklich, bin sehr froh darüber. Aber die anderen Fächer wollte ich eigentlich sehr, sehr gerne behalten und musste sie sozusagen einfach leider abwählen. Beispielsweise musste ich leider Psychologie abwählen, wo ich es eigentlich sehr, sehr gerne weitergemacht hätte. Aber ich hatte aber keinen Platz in meinem Stundenplan. Und ich musste auch Geografie abwählen, was ich jetzt nicht so schlimm finde. Aber ja, ich hätte es auch eigentlich sonst weitergemacht. Aber ich musste es abwählen und deswegen habe ich jetzt Geografie auch abgewählt. Und was habe ich noch abgewählt, beziehungsweise nicht dazu gewählt? Einige Fächer. Also ich kann nicht immer sagen, welche Fächer ich habe. Ich glaube, das ist vielleicht einfacher zu sagen. Also Fächer, die ich momentan noch habe, sind Deutsch, Mathe, Englisch, Spanisch, Biologie, Economics, also das ist sozusagen Wirtschaft und ich habe es dann auf Englisch, Sport, Politik, Geschichte und Musik. Es sind eigentlich echt wenige Fächer und das sind die Fächer, die ich momentan habe. Und alle anderen habe ich abgewählt, beziehungsweise habe sie einfach nicht. Die nächste Frage war, was ist dein Lieblingsbuch? Und ich persönlich habe ein Lieblingsbuch hier in der Infobox unten verlinkt. Und mir ist gerade einfach aufgefallen, dass ich jetzt vielleicht mal updaten sollte, weil ich habe diese Liste schon vor einigen Monaten gemacht. Und mittlerweile habe ich auch wieder andere Bücher gelesen und es sind wieder einige andere Lieblingsbücher dazugekommen, die ich habe. Und deswegen werde ich, wenn ihr das hier seht, diese Liste unten updaten und werde euch da jetzt an meine neuen Lieblingsbücher unten verlinken. Das waren jetzt erstmal einige Fragen für heute und es waren schon ziemlich viele und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen dabei geholfen, euch ein bisschen inspiriert oder einige Fragen von euch beantwortet. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du sie auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben oder werde ich sie entweder dort beantworten oder bald nochmal ein neues Q&A für euch aufnehmen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls du neu hier bist, was ich aber eigentlich nicht glaube, dass ich eher glaube, dass es so meine Community hier guckt und ich freue mich sehr, dass wir hier alles zusammen gefunden haben und dieses Video genossen haben zusammen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Also bis dann. Tschüss.